Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ich denke, es ist klar geworden, dass diese Welt hat nur einen Gott und einen Schöpfer. Und er ist Allah. Und das bedeutet automatisch, dass nur eine Religion gibt es und nur eine Religion ist anerkannt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Normal fühlt hier jeder Muslim wohl, neben seinem Bruder zu beten und mit seinem Bruder zu reden. Aber Allah ist eine große Ehre und neben einem Bruder, der ist sauber von Sünde zum Stellen. Das ist neben ihm, weil er hat keine Sünde. Wenn er inshallah diese Worte jetzt sagt, was muss jeder Mensch muss diese Wort sagen, aber diese Wort sagen nur die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala will. Und er ist einer von einem Bruder und das hat eine große Bedeutung. Und was eine Bedeutung? Genau eine von die Feuer, von die Hölle zu retten, das passiert inshallah genau heute. Und das ist auch für uns eine große Ehre, und so einen Bruder zu haben, der ist inshallah frei von dieser Sünde und er hat keine Sünde inshallah. Normal ein Muslim, derjenige, der zum Islam konvertiert, es muss er diese Wort zum Beispiel sagen. Ich sage inshallah erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ich bezeuge, dass niemand Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter und Diener ist. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbir. Allahu Akbar. Akbir. Allahu Akbar. Inshallah. Inshallah, dass dich befreit. Allah, Allahu 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 Allah. Ya Khaliq al-Akwan.